Als Klavier- und Cembalo-Bauer in der Fachrichtung Klavierbau arbeitest du meist in Werkstätten oder in Verkaufsräumen. Du hast also regelmäßig Kontakt mit Kunden, die du berätst. Super, ja, vielen Dank. Ich überlege es mir und dann melde ich mich nochmal. Sehr gerne. Danke, tschüss. Tschüss. Ja, in dem Beruf Klavierbauer ist es auch sehr wichtig, dass man nicht scheu ist im Kontakt mit Kunden. Das kommt öfter mal vor, dass man auch bei Kunden zu Hause stimmt, in fremden Räumen stimmt. Und da wächst man mit der Zeit rein, aber man sollte von Natur aus auch nicht gerade scheu sein in dem Bereich. Egal ob Holz, Metall, Kunststoff oder Filz, in diesem Beruf musst du dich mit einer Vielzahl von Materialien und Werkzeugen auskennen. Auch dieser Beruf wird immer digitaler. So kommt es auch vor, dass individuell angefertigte Ersatzteile aus dem 3D-Drucker kommen. Das muss ordentlich geplant werden. Schreibtischarbeit gehört also auch zu deinem Alltag. Ja, die Arbeitszeiten in unserem Beruf sind normalerweise geregelt. Das sind feste Arbeitszeiten. Das ist von Betrieb zu Betrieb immer ein bisschen unterschiedlich. Hinzu kommt, dass man, wenn man weiter fortgeschritten ist, dann auch Konzertdienste zum Beispiel, Veranstaltungen zu machen hat. Da ist dann auch Wochenendarbeit öfter mal drin. Das gehört dann einfach auch mit dazu. In der Werkstatt kann es auch mal laut werden. Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre. In dieser Zeit wechselst du zwischen der Berufsschule und deinem Ausbildungsbetrieb. Was mir an dem Beruf besonders gut gefällt, ist die Kombination mit den verschiedenen Werkstoffen, dass man eben mit Holz, Filz, Leder und auch Metall arbeitet und so der Arbeitsalltag immer vielfältig ist. Und man hat die Möglichkeit, ein bisschen kreativ tätig zu sein, beispielsweise wenn man das Stimmen schon etwas besser beherrscht oder auch in der Oberflächenarbeit. Bei der Verwendung von Lacken oder Lösungsmitteln entstehen Gerüche, die du aushalten musst. Arbeitssicherheit wird auch hier groß geschrieben. Ja, man meint, dass man für die Ausbildung zum Klavier- und Cembalo-Bauer immer ein gutes oder sehr gutes oder gar absolutes Gehör mitbringen müsste. Das ist aber gar nicht der Fall. Ein normales, gesundes Gehör ist völlig ausreichend, um diesen Beruf gut abzuschließen. Die Ausbildung, die Schulung des Gehörs, die übernimmt dann der Ausbildungsbetrieb. Rechtlich ist für den Beruf keine Vorbildung nötig. Die meisten BewerberInnen haben aber einen mittleren Bildungsabschluss oder eine allgemeine Hochschulreife. Als KlavierbauerIn muss man auch mal Geduld mitbringen. Der Bau von solch komplexen Instrumenten benötigt viel Zeit und vor allem präzises und verantwortungsbewusstes Arbeiten. Was mir an dem Beruf besonders gut gefällt, ist die Kombination aus Handwerk und Musik. Das war auch so der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe. Und das ist bis heute so geblieben. Du hast eine musikalische Ader, einen Sinn für Ästhetik und magst handwerkliche Arbeit sowie den Kontakt mit Kunden? Dann wirst du als Klavier- und Cembalo-Bauer in auf deine Kosten kommen.